es war ganz einfach eine Notwendigkeit aus der Situation heraus. Damals war die ganze Technik eigentlich nur, Beinspiel war schon aktuell, aber es war eine Verwindungstechnik, sieht man, hat man an den Bildern gesehen, und mit einem aktiven Hochtiefbewegungen. Also die Sache ist extrem beeindruckend, weil natürlich die ältere Generation, also viele von denen, die da jetzt nicht mehr aktiv sind, als Wegbegleiter erlebt habe, mit ihnen gearbeitet habe, unter ihnen gearbeitet habe, ihnen zugearbeitet, wie auch immer, aber auf jeden Fall sie aktiv erlebt habe. Und wenn du dann gleichzeitig die Brücke schlagen willst zu den Jungen und dann auch miterlebst, dass die, glaube ich, jetzt merken, dass die Alten, sprichwörtlich gesagt, nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind, sondern im Gegenteil, also auch sehr viel Vorbilder oder Vorbildwirkung haben, ist das schon eine beeindruckende Sache. Vor 50 Jahren war das Skifahren in Österreich noch das Leibernste, was man sich nur vorstellen kann. Fast jeder konnte Skifahren und die wenigen, die es noch nicht konnten, wollten es unbedingt lernen. Der Bedarf an Menschen, die anderen diesen Volkssport näher bringen konnten, war enorm. Die Naturfreunde begannen Skilehrwarte auszubilden. Zuerst intern, dann nach und nach in einer staatlichen Ausbildung. Bald wurde es notwendig, die Naturfreunde, Lehrwartinnen und Lehrwarte zu koordinieren und weiterzubilden. Zwei Spuren im Schnee führen herab aus steiler Höhe. Rund um Franz Furtner und Fritz Maresch versammelten sich die damals besten Skilehrwarte Österreichs und übernahmen die Fortbildung. Der Bundeslehrkader war geboren. Seit damals gilt die höchste Qualität der Mitgliederbetreuung als wichtigstes Ziel. An der Entwicklung neuer Unterrichtsmethoden und der Verbesserung persönlicher und sportlicher Kompetenz wird heute ebenso konsequent gearbeitet wie vor 50 Jahren. Anlässlich einer Jubiläumsveranstaltung trifft der aktuelle Naturfreunde-Bundeslehrkader Schneesport auf ehemalige Kollegen und Gründungsmitglieder. Liebe Naturfreundinnen und liebe Naturfreunde, liebe Schneesportler, ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute da bei uns bei diesem Jubiläumsfest dabei seid, dass so viel Kummer sind, also ich habe mir das nicht erwartet, das ist super genial. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen der Naturfreunde Österreich, Referat Schneesport, im Namen unseres Bundes-Schneesportreferenten Stefan Schiel. Bravo, Peter! Bravo! Thank you.
Die Festveranstaltung im Hotelrestaurant Matschner hat mit den Begrüßungsworten von Ramsaus Bürgermeister Ernst Fischbacher und dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ramsau am Dachstein, Philipp Walcher, begonnen. Bundesgeschäftsführer Günter Abraham bedankt sich bei den Mitgliedern des Bundeslehrkaders. Die jährlichen Mitglieder, die wir dazu bekommen, kommen zu einem großen Teil natürlich aus den Aktivitäten rund um die Skikurse. Und das ist ein Motto, auf den könnten wir nicht verzichten. Deshalb ist es nur gut und richtig, dass wir alles unternehmen, um erstens diese Top-Ausbildung weiterhin zu haben für unsere Lehrwarte und Trainer und natürlich auch die Aktivitäten des Bundesreferates bestmöglich zu unterstützen. Maßgeblich beteiligt am Entstehen und an der Entwicklung des Bundeslehrkaders waren die Gründungsmitglieder Fritz Marisch und Franz Furtner. Es war eine anstrengende Sache und dem Professor Ritschl müssen wir wirklich danken. Er hat den Fritz und mich als Wiener Skilehrwarte, wir waren Skilehrwarte ohne staatliche Prüfung, und der hat uns mit hineingenommen in die Ausbildung. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich den Dr. Vorrat als Freund gehabt habe und auch als quasi Vorgesetzten im Magistrat. Und der hat es mir ermöglicht, mit Freistellungen und so weiter, viele Jahre, euch sind viele da, auszubilden. Und das hat mein Leben wirklich bereichert und das war ein Vergnügen. Und das war's. Schneesportreferent Stefan Schiel wünscht sich von diesem Jubiläumstreffen eine angeregte Unterhaltung zwischen den aktiven Bundeslehrkadermitgliedern und den ehemaligen. Wir wollen wissen, nicht nur wie es war, sondern wir wollen wissen, warum es war und wie es angefangen hat und was der Grund dahinter ist und was es bewegt hat. Und ich kann den Jungen versichern, also dem aktiven Lehrkader, ihr fangt vielleicht mit manchen da jetzt nichts mehr an. Ihr wisst es nicht, wer sind die Gesichter, kennt die Geschichten dahinter nicht. Ich kann euch aber versichern, die da sitzen, sind verdammt cool gewesen. Sind es vielleicht jetzt noch, weiß ich nicht. Die waren wirklich gut. Die waren bei dem, was sie gemacht haben, haben die echt was bewegt. Und es ist wert, dass man einer zuhört und dass man einer gescheite Fragen stellt und dass man die Gelegenheit dann nutzen, einfach ein bisschen zurückzugehen zu unseren Wurzeln und den Sinn und die Idee hinter dieser Institution Lehrkader zu verstehen, weil da haben die Naturfreunde was ganz Besonderes geschaffen. Das gibt es bei den anderen Vereinen einfach nicht in der Situation, in der Größe, in dem Umfang und in der Kompetenz. Und das will man weitertragen, das soll ja so weiterleben. Und dass das 50er jetzt schon so gut gelebt hat und so gut besteht, da muss sich damals irgendwer was ganz Gescheites ausgedacht haben. Das war gut. In medias res, zur Sache, kommt Hans Gnitzanreck, Wintersportreferent von 1984 bis 1999, gemeinsam mit Fritz Marisch, Ausbildner und Kursleiter. Fritz Marisch, Franz Furtner, ja, Hampelwille. Thema Nummer 1, die Verwindungstechnik. Thema Nummer 2, die jugendlich wirkenden Gestalten auf der Leinwand. Ich habe der Nostalgie reden, so haben wir einmal ausgeschaut. Ich gratuliere. Das war 1979 in Japan, in Zao. Da ist die Mannschaft in Banff, in Kanada. Gruppenfoto. Und dann gab es eine Anschlussreise nach Hawaii. Die edlen Recken, die ihr vorher in Kriegsbekleidung gesehen habt, einmal in Unterwehr. Noch einmal ein Foto von Nosawa Onso. Bitte, so hat der Franz sehr anders ausgeschaut. Franz, die rasier dich. Thank you.
Wichtig, so Hans Knizanreck, für die Weiterentwicklung des Skilaufens waren und sind die Interskikongresse des Internationalen Verbandes für das Skilehrwesen. Eine Zusammenfassung der Skifahrtechniken. Die starke Verwindung hat aufgehört, das Hochtief war noch immer da. Dann ist die Wellentechnik gekommen, wo man Oberkörper, Hüfte ruhig und nur die Beine links, rechts unter den Körper pendeln ist. Allerdings nicht für jeden machbar. Riesig großer Kraftaufwand. Natürlich waren die Schüler, auch die Lehrer am Abend, am Ende ihrer Kräfte. 1980, wo die Carving-Welle begonnen hat, war dann der enorme Sprung nach vor, dass man Ski gehabt hat, ein Material, das vorher nicht zur Verfügung stand, wo man eigentlich den Ski nur auf die Kante stellen braucht und er fährt von alleine seine Kurve, weil eben die richtige Belastung automatisch da ist. Durch das Kanteln kommt der Schwerpunkt nach innen, die äußeren Kräfte wirken und man fährt seine Kurve ganz von alleine. Und da stehen wir heute. Ohne Hochtiefbewegung, natürlich situationsangebracht. Ich kann nicht in schlechtem Gelände so fahren, weil da werde ich nicht weit kommen. In kurzen Worten, glaube ich, die Entwicklung der Technik von damals bis heute. Beachten Sie, das kleine Kind unmittelbar hinter Alice. Dieses Kind fährt gerade den zweiten Tag Ski. The use of the edges. The uphill ski crosses the downhill ski. Wir danken für Ihr Interesse und hoffen, Ihnen einen Einblick in die Tätigkeit der österreichischen Skilehrwarte gegeben zu haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist gezeigt worden. Die Entwicklung des Skisports wird im Osten langsam bedenklich, während man im Westen Österreichs nichts davon bemerken kann. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in den Nachbarländern und der anerkannten Qualität ist aber der Zustrom von ausländischen Gästen enorm. Bestens ausgebaute Skigebiete und das Erlebnis werden dort geschätzt. Heute kaum zu glauben, dass die Naturfreunde damals in der Vorweihnachtszeit mit 20 vollen Autobussen von Wien aus in die Voralpen zum Skifahren fuhren. Die Naturfreunde möchten mit einer Reihe von Maßnahmen gegen diese Tendenz wirken. Was wir uns einfach ausgemacht haben, ist ein Erlebnis zu bieten, ein besonderes Erlebnis zu bieten, nämlich in der Gruppe, und ein leistbares Erlebnis zu bieten, also leistbare Zugänge zu schaffen. Wir müssen aus wenig sehr viel machen, das ist uns bewusst. Und wir haben uns auch vorgenommen, die Menschen nicht mehr über einen Kamm zu scheren, alle gleich zu behandeln, sondern in Zielgruppen zu denken. Individualisierung ist einer der größten Trends überhaupt. Du kannst nicht sagen, dass jeder gleich tickt. Ehrgeizgetriebene Menschen funktionieren ganz anders als jene, die eher jetzt altruistisch auf die Natur zu gehen und eher primär ein Naturerlebnis wollen. Eine dritte Gruppe ist die, die eigentlich das Halligalli und letztlich das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund steht und weniger den Sport. Und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und unser Ziel ist einfach, für jede dieser Gruppen Wow-Erlebnisse zu bieten. Das ist das, was wir uns als Naturfreunde jetzt so ausgemacht haben, was der Lehrkader für sich definiert hat. Das muss man heute halt dann einmal auf den Boden bringen. Und ein Wert, der den Naturfreunden natürlich wichtig ist den Trend der Ökologisierung noch zu verstärken, auch beim Skifahren. Uns wird die Natur nicht ganz egal sein. Also ich brauche da drüben am Haus Keibling nicht Skifahren gehen, wenn ich auf einer
auf einer Piste fahre, wo halt grün ist, wo ich 7 Meter Bandel habe, wo draufgeschneit worden ist, da sollte ich halt einmal das zumindest da sagen, nein, das passt mir nicht mehr, oder ich setze mir halt den Lift und fahre runter. Also so kleine Zeichen, wo wir in irgendeiner Form setzen. Umweltapostel sind wir auch nicht, aber zumindest einmal thematisieren. Zurück zur Festveranstaltung. Der Kinderskilauf hat dank Karl Fehrer einen hohen Stellenwert bei den Naturfreunden. Begonnen hat alles hier am Dachstein mit rund 250 Kindern aus ganz Österreich. Gott sei Dank können wir heuer in einen richtigen Kinderskikurs gehen. Wir brauchen uns nicht mehr anbrüllen zu lassen. Am Anfang herrschte ein richtiges Chaos, bis jeder in seiner Bindung war. Das dauerte ewig. Viele standen ja das erste Mal auf den Bretteln. Tante Susi, die die Kleinsten betreute, hatte viel zu tun. Insgeheim habe ich unsere Skilehrer bewundert, wie viel Geduld sie mit uns hatten. Aber nicht nur Geduld und Eingehen auf die kleinen Wehwehchen ist unerlässlich für die Arbeit der Kinderbetreuer. Genauso wichtig ist das Wissen, wie man Kindern das Erlernen des Skilaufs erleichtern kann. Erarbeitet werden diese Möglichkeiten auf eigenen Seminaren für Kinderbetreuer. Nur mit Handbetrieb. So, Ausstiegsstelle. So, danke, kriegst du Geld zurück. Ja, ja, ja. Balancehilfen, wie zum Beispiel Stangen, tragen dazu bei, das Erfolgserlebnis des ersten Gleitens herbeizuführen. Durch das Einbauen von erschwerenden Übungen, wie das Aufnehmen und genaue Hinlegen von Gegenständen, kann das Gleiten und das Halten des Gleichgewichts geschult werden. Meinem kleinen Bruder habe ich ganz fest die Daumen gehalten. Beinahe hätte er das Rennen gewonnen. In diesem Skikurs hat er wirklich viel gelernt. Ist gut gegangen? Ja. 50 Jahre Naturfreunde, Bundeslehrkader Schneesport, da neigt man dazu, auf die lange, erfolgreiche Geschichte zurückzublicken. Hier blickt man aber ganz bewusst in die Zukunft. Wir wollen, dass die Funktionäre merken, wenn ich bei den Naturfreunden Instruktor bin und habe die Ausbildung gemacht, dann möchte ich irgendwann einen Lehrkader. Das ist das höchste Ziel. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten paar Jahren einen Dämpfer gekriegt. Es war nicht immer so, dass wir die Begeisterung und den Druck so gespürt haben, dass Junge dazukommen. Und da wollen wir noch zulegen. Und natürlich neue Kursformate entwickeln. Sich um den Skisport insgesamt zu kümmern, es ist leider nicht mehr so wie früher, dass die Leute zu uns fahren zum Schnee einfach gekommen sind und gesagt haben, so, wir wollen lernen. Du musst motivieren, du musst erzählen, dass der Sport cool ist, dass das lässig ist. Du musst irgendwie einen Zugang schaffen und musst dann auch sagen, 52 Euro ist hart, aber es ist wert. Es wird jeder älter. Und damit entfernt er sich natürlich von verschiedenen Gegebenheiten. Und wer es verabsäumt, die Jugend nachzuholen, kriegt auf alle Fälle ein Problem, weil dann zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Kräfte nicht mehr zur Verfügung sind. Also daher ist es eigentlich notwendig, rechtzeitig die Jugend nachzuholen. Das ist uns, glaube ich, auch gelungen und ich meine, dass nach wie vor das Schülerwesen jetzt bei den Naturfreunden eben in guten Händen ist.